Unterwegs durch das wunderschöne München, liebe Zuschauer, möchte ich es nicht versäumen, Ihnen meine große Persönlichkeit dieser Stadt etwas näher zu bringen. Sie kennen ihn alle, er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehköche Deutschlands. Er hat tolle Bücher geschrieben, man nennt ihn auch den Gewürzpapst. Er kocht für den FC Bayern und für mich ist er ein großes Vorbild, weil er nie jammert und immer Gas gibt. Und, auf das bin ich ganz stolz, ein echter, guter Freund. Und ich sage, Alfons, servus, schön, dass du ein bisschen Zeit hast zum Plaudern. Servus, Stefan. Alfons, wir gehen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vor kurzem war ich bei dir in der Südtiroler Stuben, haben ein bisschen brodelt, also Brotzeit gemacht, liebe Zuschauer. Und dann sind wir ein bisschen zusammengesessen. Du hast mir ein bisschen aus deinem Leben erzählt. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich nicht bloß berührt, das hat mich begeistert. Und da haben wir gedacht, heute brauchen wir dich für ein Interview, dass wir auch unseren Zuschauern ein bisschen näher bringen können. Wer ist dieser Alfons Schubeck? Naja, ganz einfach, ganz ein normaler Koch. Ja. Du hast eigentlich Fernmeldemechaniker gelernt, warst sogar schon Sänger in einer Rockband. Wie ist dann zu diesem Koch Alfons Schubeck gekommen? Weil ich technisch kein Verständnis habe. Also der liebe Gott hat mir nicht das technische Verständnis gegeben, aber ich denke, dann gehe ich in die Dienstleistung. Und so bin ich halt dann in die Hotelfachschule gegangen und dann ging es halt so dahin. Man muss ja sagen, du hast viele Stationen hinter dir. Du warst in Salzburg damals, du warst in Frankreich, in London. Gibt es also eine Station, wo du sagst, das war was ganz Wichtiges für meine Karriere? Na, das ist eigentlich so, dass man ja wächst in dem, wo man ist. Wenn man jetzt in einem Land ist, wie ich war in Genf auch noch, dann geht man, sagen wir mal, dieses Paris nimmt dich ja ein. Erstens einmal kulinarisch nimmt sich ein, eine Stadt nimmt sich ein und da einfach mit dabei zu sein, wenn du da wohnst, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, aber wenn du dann in London bist, dann ist wieder was anderes und da ist es genauso, da ist alles wieder neu, du nimmst diese Dinge neu auf und irgendwann kannst du so Mosaik für Mosaik ein bisschen zusammen tun und dann merkst du, dass es gar nicht so schlecht war. Und das ist ein richtiger wilder Hund, wie man bei uns in Bayern sagt, denn er geht nach Frankreich, geht nach London, hat die Sprache gar nicht so gut beherrscht, teilweise gar nicht. Und du hast dann gesagt, dann warst du in der Küche, aber du hast das Gefühl gespürt, was da abgeht. Und ich glaube, das ist schon auch was Besonderes. Naja, sagen wir mal, wenn man in Frankreich gearbeitet hat, und das war ja vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren, ja genau. Und da ist es natürlich was anderes gewesen als wie bei uns. Aber das, was mir an den Franzosen gefallen hat, ist halt, dass der Koch da was ist. Also wenn du da Koch bist und ein bisschen im guten Restaurant arbeitest, das wird anerkannt. In Deutschland wird das weniger anerkannt, da sagt man schon, hier, das ist ein Koch. In Frankreich sagt man, oi, das ist ein Koch. Ja. England ist so international und da musst du dich eigentlich behaupten in England. Weil, also wenn man sagt, die englische Küche ist schlecht, das kann man so nicht sagen, weil die englische Küche natürlich eher am Land draußen ist, denn in der Stadt ist es sehr international. Die haben die besten Inder, die besten Italiener und so weiter. Also London hat schon was zu bieten und man kann überall lernen. Auch wenn es einmal nicht so ist, dann kann man auch was dazu lernen. Ein großer Name deiner Station war sicherlich Eckhard Witzigmann, der wusste gar nicht wollen hat. Ich glaube, beim Fußballspielen seid ihr euch näher gekommen, nein, oder? Nein, wollen nicht, sondern ich habe ihn gefragt, ob ich ein Jahr bei ihm arbeiten dürfte. Dann hat er gesagt, ich habe 600 Bewerbungen und kann aber nur 10 Köche nehmen. Und jeder Normale, der einen Funken Hirn hat, der fragt halt dreimal und das war's dann. Ich habe ihn 35 Mal gefragt. Und dann bin ich mir wieder raufgefahren und habe dann geschaut, dass ich beim Fußballspielen dabei bin. Und dann hat es halt einmal geklappt. Nein, da hat er verloren. Ich war im Tor, er hat verloren. Du hast sogar einen Elfmeter gehalten damals, ja, gell? Ja, aus Versehen wahrscheinlich, gell, in die richtige Ecke geflogen. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist ganz aus, jetzt ist alles verspult. Und dann hat er sich an der Tür, Personaldier, umgedreht im Oberschein und gesagt, morgen um 9 Uhr bist du da. Und das war natürlich das Sechste für mich, ja. Weil das war diese Verknüpfung der klassischen Küche und jetzt kommt die Nouvelle Cuisine. So, das war jetzt irgendwo eine Kluft, jeder hat gesagt, wie macht denn der die bayerische Creme, wie macht denn der das anders, das Schokoladenmus und so weiter und so fort. Und wenn man heute darüber nachdenkt, sagt man, ja, das ist ja logisch, das ist ja ganz einfach. Damals war es nicht so. Ja. Aber es ist immer gut, wenn man die klassische Küche gelernt hat, wie man so tolle Soßen ansetzt, wie man die Fonds macht etc. und so weiter, mit Fleisch, mit großen Fleischstücken umgeht. Und dann in diese Nouvelle Cuisine, wo man ja auch viel à la minute macht. Und wenn man das verknüpfen kann, dann hat man, dann hat man einen guten Keller rausgehaut, geistig gesehen, als Koch. Heute ist es doch so, dass die Leute, sagen wir mal, die jetzt unter 30 sind, ja nicht mehr diese Ausbildung haben, die wir gehabt haben. Wir haben eher Koch, Kellner, Metzger, Konditor, da hast du ja alles machen müssen. Und heute geht es schnell, schnell, schnell. Heute gibt es sehr viel Convenience-Ware, die nicht schlecht ist. Und die wird halt dann so zusammengebastelt. Und wir mussten alles selber machen. Es gab nichts, keine Zuschnitte, nichts. Das musstest du alles einfach lernen. Und das war sicher nicht schlecht. Jeder, der Alfons Schubeck kennt, sagt immer, ah, der Späzel vom Ingwer. Und ich muss dir ehrlich sagen, Alfons, du bist ja wirklich einer, der mit Gewürzen kocht, der den Leuten auch das wieder ein bisschen näher gebracht hat. Wie bist du auf das gekommen? War das Zufall oder war das immer schon was dich fasziniert hat? Naja, es ist so, dass ich schon immer ein bisschen einen Tick gehabt habe für Gewürze.
immer schon. Und ich habe vor 35 Jahren schon Ingwer genommen, da haben die anderen noch gar nicht gewusst, dass es den überhaupt gibt. Ich habe mich selber auch nicht auskennen mit Ingwer, aber das hat mir einfach gefallen, das hat mir geschmeckt. Und ich habe gemerkt, dass der, sagen wir mal, sehr sympathisch in Soßen und Suppen sich verhält. Der ist nicht aufdringlich, der spielt sich nicht nach vorne. Das ist eher ein Gewürz, der kommunizieren möchte. Und seit 20 Jahren habe ich mich dann ernsthaft mit Gewürzen befasst. Ich habe seit 20 Jahren einen Arzt in der Firma, der macht nur wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum die bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Für mich sind Gewürze mehr Medizin, als dass es zum Würzen hernimmt. Natürlich nimmt man es zum Würzen her, aber vom gesundheitlichen Aspekt ist es so, dass die Gewürze die höchsten Radikalfänger sind, die es überhaupt gibt. Es gibt eine Studie von 1131 Lebensmitteln. Was sind die höchsten Antioxidantien? Und die ersten 50 sind Kräuter und Gewürze. Aber die Frage ist, wann gebe ich sie rein? Wann gebe ich diese Waffe rein, damit sie nicht nur gut schmeckt, sondern dass er im, sodass auch im Körper sich, sagen wir mal, gesundheitlich dich so herstellen oder so aktivieren, dass du wieder gut beieinander bist. Ja? Und wenn du das täglich nimmst, jeden Tag, dann gingen die Entzündungen halt langsam aus dem Körper raus. Wenn ich einmal 5 Gewürzkapseln nehme, also da geht gar nichts, sondern du musst jeden Tag das Gleiche mit der Omega-3-Fettsäure. Ja? Wir haben ja fast 800.000, 900.000 Leute, die an Herzinfarkt und Gehirnschlag sterben. Also das ist ein Wahnsinn. Aber die müssen halt ein bisschen mehr Omega-3 nehmen. Das heißt, ich kann doch nicht jeden Tag einen Fisch essen, das stimmt. Weil es gibt ja nur 4 Fische, die Omega-3-Fettsäure nennenswert haben. Die Makrele, der Hering, der Thunfisch und der Lachs. Der Rest hat sie nicht nennenswert. Und im pflanzlichen Bereich ist am allerhöchsten ist er der Leinsamen, der hat 56%. Allerdings heißt diese Fettsäure beim Fisch EPA und DHA. Und beim Leinöl heißt sie Alpha-Linolensäure. Die haben wir im höchsten Maße. Dann gibt es eins, das haben die Inkas schon gehabt, das heißt Sascha Inchi. Das hat 48%. Die Leindotter Blume, die aber mit dem Leinsamen nichts zu tun hat, die hat 36%. Der Hanf hat 24% und der Raps hat zwischen 9% und 11%. Aber eins muss man wissen, die Omega-3-Fettsäure, also dieses Öl, dieses Leinöl, darfst du nicht erhitzen. Denn ab 90 Grad dehnt sie die Fettsäure aus, sie kommt leider nicht mehr in die Körperzelle. Und wenn man mal 50 Billionen Körperzellen hat, dann landet nur in der Fettzelle. Sitzt man sie zwar ein bisschen leichter, aber man hat nichts davon. Ja? Und deswegen ist der Schlüssel des Kochens, ist ein gutes Produkt, gefühlvolle, respektvolle Hitze, runter mit der Temperatur, damit man wenig Vitamine zerstört und dann ist man auf der richtigen Seite. Wenn man heute Gemüse schneidet und das dann eine Stunde herausklingen lässt, sind 50% aller Vitamine oxidiert. Wenn man es anschließend in Wasser kocht, gehen weitere 50% kaputt. Also das heißt, wenn man das Gemüse dämpfen würde bei 15, sagen wir mal bei 80 Grad, dann gingen nur 15-20% kaputt. Und das im Laufe eines Lebens sind es sehr viele Vitamine, die man wegschmeißt. Und Fett gibt man immer zum Schluss. Wenn Fett erhitzt ist über 90 Grad, geht gar nichts mehr. Wenn man es zu heiß macht, sagen wir dieses Fritteusenfett, dann kommt das Fett von der Cis-Konfiguration in die Trans-Konfiguration. Und dann entzündet es eher den Körper, als dass es irgendwas nützt. Ich muss ja sagen, ich habe schon ein paar Mal die Ehre gehabt, mit dir kochen zu dürfen. Und das war immer so schön, weil dann hast du gesagt, probier mal. Dann habe ich das probiert und dann sage ich, Mensch, Alfons, sensationell. Dann sagst du, schmeckt gar nicht sensationell, da gehört meine Gewürze rein. Und dann war das immer so das i-Tüpferl zum Essen dazu. Ich meine, du magst ja viele Gewürzmischungen. Ist es für dich so, dass du sagst, heute tue ich mal das so probieren? Hast du das schon im Kopf? Oder was denkst du, das kann mit dem gut harmonieren? Wie passiert das? Nein, also ich mache die Gewürzmischungen alle selber und lasse dann von einem Großen, lasse es dann zusammenmischen, aber die Rezepte kommen alle von mir. Und das können wir hier gut ausprobieren. Und das ist das Verrückte, ist ja, dass das Einzige, was einem Produkt schmeckt, das ist das Gewürz. Also wenn du halt eine Händelbrust nimmst und brotzt die, dann ist die neutral. Und wenn du jetzt sagst, jetzt möchte ich es ein bisschen thailändisch machen, dann muss halt Zitronengras, Kaffee, Limettenblätter, Galgant und solche Dinge hingeben. Und wenn du sagst, jetzt möchte ich es ein bisschen bayerischer machen, dann machst du es halt ein bisschen mit ein bisschen Paprika, ein Knoblauch, verstehst du, kannst einen Hauch Kümmel hingeben, ein bisschen Fenchel kannst du hingeben. Und schon schmeckt das Händel. Rosmarin zum Beispiel geht auch gut, aber wenn du in die italienische Richtung gehst. Also man kann mit Gewürzen jedes Land hervorrufen und das dann einfach begleiten mit dem Gewürz. Aber mir geht es nicht nur um den Geschmack, mir geht es auch um die gesundheitliche Wirkung, dass man das, was man isst, auch gut verarbeiten kann und dass der Körper immer in Aktion ist, dass er sich einfach nicht zu stark entzündet. Und der Schlüssel ist ja eigentlich, dass
dass man Entzündungen aus dem Körper rausbringt und nicht nur einmal, weil ich irgendeine Infusion kriege oder weil ich, sagen wir mal, über- oder untersäuert bin, sondern dass man täglich sich ausgewogen natürlich ernährt. Und das ist der Schlüssel der Gesundheit. Wenn man nichts versteht von Vitaminen, man braucht nur buntes Gemüse essen, dann macht man alles richtig. Ja? Und wenn so ein Fleisch ist, weil die Leute immer schimpfen über Fleisch, dann muss er kein Fleisch essen, um Eiweiß zu bekommen. Es gibt ja viele andere Dinge noch. Es gibt einen Quark, es gibt einen Fisch, es gibt einen Hindl. Also wenn er schon über das Fleisch schon schimpft. Ich respektiere jeden, ob es der Veganer ist oder Vegetarier ist oder ob er ganz normal ist. Ich muss mich für jeden, sagen wir mal, richtig konzentrieren und schauen, dass die Leute ausgewogen und gesund sich ernähren. Denn das Entscheidende ist, wenn der Gast kommt, dann ist er König. Das heißt, vom Reingehen bis zum Verabschieden. Das gelingt nicht immer, aber der Wille, der ist da. Und das spürt der Gast. Der Gast spürt, hier ist er willkommen. Oder die sagen, huck dich mal hier und wirst schon irgendwas kriegen. Das machen wir nicht. Also wir versuchen schon, sagen wir mal, richtig am Gast zu arbeiten und den auch nicht zu belästigen. Weil er geht davor, dass er sich vielleicht einmal mit seiner Frau unterhalten kann. Weil, wenn er daheim schon nichts zum Sagen hat, dass er wenigstens im Restaurant am dritten Glas Wein was sagen darf. Nein, das muss Spaß machen. Und heute ist das ja vorbei, dass man Krawatten hat und einen Sakko. Wenn er gerne so sagt, soll er das auch sagen. Und wenn nicht, dann kommt er ganz leger daher. Wichtig ist, dass er, wenn er wohin geht, dass er sich wohlfühlt. Und dass er herzlich willkommen ist. Ich glaube, eins müssen wir noch kurz ansprechen. FC Bayern München. Alle, glaube ich, beneiden den Alvon Schubeck, dass er jeden Tag mit den Stars zusammen ist, für sie kochen darf. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Hat der Uli mir gesagt, du Alvons, die Spielerplaner muss leichter, schneller Laufen kennen? Oder wie ist das damals passiert mit euch? Nein, das war so. Ich war in Nürnberg und da habe ich von Metzgern was sagen dürfen, so ein bisschen über Partyservice und übers Kochen. Und nach mir ist der Hauptredner gekommen, das war der Uli. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der bei mir schon da ist, dann bleibe ich auch da. Und dann habe ich mir das angehört und danach hat der Uli zu mir gesagt, wenn ich da mal mitfahren möchte und ein bisschen schauen, dass das alles da sauber runtergeht. Und so ist das dann gewachsen. Und jetzt kochen wir jeden Tag für 500 Leute in drei verschiedenen Küchen. Einmal für die Profi, das sind 50 Leute, eigene Truppe, eigenes Casino, also die Spieler, die Physios, die Ärzte, die Professoren. Dann 300 Angestellte in der Säbener Straße, auch eigene Truppe. Und der Nachwuchs, der im Norden draußen ist, ist im Campus, da sind es auch jeden Tag 150. Und du musst jeden Tag Gas geben. Also man kocht nicht für den Herrn Hoeneß, sondern für den Herrn Rummenigge, man kocht für den FC Bayern. Es geht um den FC Bayern und wenn man das kapiert hat, dann kann man auch richtig mit Freude Gas geben und du musst jeden Tag 100% oder 150% bringen, sonst brauchst du da gar nicht antreten. Denn heute ist es so, in jeder Sportart eigentlich, ein Drittel ist Training, ein Drittel ist Erholung, Schlaf und ein Drittel ist Essen. Und du bist, was du isst. Und wenn du in deinem Körper nichts Gutes gibst, kann er weder in der Muskulaturleistung abrufen, noch im Hirnkastel. Und deswegen ist Essen ein ganz entscheidender Punkt und das wollen wir auch im Campus draußen den jungen Spielern schon vermitteln. Nichts gegen, dass man bei ein paar Chips oder irgendwas isst, aber die Grundnahrung muss ausgewogen sein und so, dass er seine Leistung abrufen kann. Denn die Zelle, diese Mitochondrien, diese Kraftwerke der Zelle, die brauchen Energie. Haben sie die nicht, dann kann ich keine Leistung abrufen. Ich muss eins sagen, voller Terminkalender und trotzdem nimmst du dich ja wieder Zeit, mit uns wieder zu kochen in diesem Jahr. Also viel herzlichst. Jetzt musst du mal aufhören, gell? Nein, sonst das freut uns wahnsinnig. Und Sie werden davon profitieren, liebe Zuschauer, dass wir gesund durch das Jahr wieder kommen. Also ich möchte sagen, ich bin da immer ein bisschen flachsig, sage ich beim Ballsender oder irgendwas, gell? Aber jede Biene sticht. Und dein Sender ist genauso wichtig wie die ARD oder das ZDF. Das möchte ich da nur mal sagen. Denn wenn man was macht, dann muss man es mit Leidenschaft machen. Ihr habt sicher ganz tolle Zuschauer. Verstehst du, die schalten nicht ein, weil das so ein Schmarrn ist, sondern die schalten sich ein, wenn ihr seht, wie hochprofessionell das alles hergerichtet ist. Dann muss ich sagen, Hut ab und mit welcher Leidenschaft die Leute auch hinter den Kulissen stehen, dann macht es richtig Spaß. Und ich muss sagen, eigentlich haben wir schon Glück gehabt, wir zwei, dass wir uns einmal gefunden haben. Und Alvons, ich möchte schon sagen, auch nicht nur so als Wirt und Gastronom, ich schätze dich als Freund und du bist wirklich ein toller Typ. Hab schon viel von ihm gelernt und was mir gesundheitlich nicht ganz so gut gegangen ist, hat er gesagt, komm mal mit, jetzt kriegst du mal gescheite Kapseln von mir. Und dann bin ich 4 Wochen später zum Doktor gegangen, hab mir Blut entnehmen lassen und der Doktor gesagt, eigentlich bin ich Doktor und kein Zauberer, aber das, was du da nimmst, das ist sensationell. Ja, und das ist, weißt du, es gibt ja viele wissenschaftliche Arbeiten, das ist ja so. Die Pharmazie macht ja, also sagen wir so, 99.850 Jahre waren Gewürze reine Medizin. Erst seit 150 Jahren gibt es die moderne Medizin. Und das, was 99.850 Jahre gehalten hat, das kann nicht so schlecht sein. Der Körper kennt das noch alles. Die moderne Medizin, was die kann, ist sensationell. Aber ich finde, ich muss nicht jede Tablette nehmen. Gewürze haben keine Nebenwirkungen. Es gibt nur zwei Gewürze, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Das ist einmal die Muskatnuss. Wenn Sie da zu viel reinreiben, dann kriegen Sie da mal eine Zeit keine Luft mehr, aber das bringt uns auch wieder hin. Oder der Safran.
Safran. Da gibt es dann ein bisschen Blem-Blem, da bist du dann auch nicht mehr so, wie du willst. Aber wer isst denn 20 Gramm Safran auf den Schluck? Das war das Gleiche, wenn ich sage, jetzt nehme ich ein paar Schlaftabletten. Also so geht es ja nicht. Aber die Gewürze, die machen auch Spaß, weißt du? Und wenn man dann weiß, welche Gewürze miteinander gut können, zum Beispiel die Asiaten geben seit 4000 Jahren Ingwer und Knoblauch 50-50 zusammen. Heute weiß man, wenn man Ingwer und Knoblauch 50-50 zusammengibt, dann hat man zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit. Man riecht nicht nach Knoblauch und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50% nach oben. Das ist doch nicht schlecht. Freuen Sie sich mit uns wieder kochen mit Alfons Schubeck. Alles klar. Bis gleich. Alfons, danke.